eigentlich ziemlich lang gefahren, da war der Akku leer. Bin ich hier in diese Siedlung gekommen. Hab gefragt, ob sie irgendwo. Links abbiegen auf Johann-Wagener-Straße, dann links abbiegen auf Franz-Liebert-Lahn. Habe ich gefragt, ob es hier irgendwo einen Campingplatz oder einen Park gibt. Und sie hat gesagt, ja, stell dich einfach da auf den Parkplatz, kannst hier schlafen. Haben einen Kaffee angebracht, haben mir das Wasser aufgefüllt, haben mir Pfirsich und Trockenmilch gegeben und Schokoriegel, also nur super. Also ich bin im Prinzip gleich aufgenommen worden in die Gemeinschaft hier. Also so kleine Siedlung, alles gleiche Häuser mit süßen Gärtle. So kann es gehen. So was erlebst du nur mit dem Fahrrad. Und wenn ich jetzt spitzfindig bin, nicht mehr im Flugzeug. So, Vorfahrt achten. Da kommt nichts. So, und da meine Batterien dank Solarzellen immer noch nicht ganz voll sind, werde ich heute gar nicht weit fahren. Der hat mir verraten, wo ein ganz toller Platz ist und ein toller Badesee ist. Ist bloß ein kleiner Umweg von meiner Strecke Richtung Antwerpen. Und das werde ich heute ausnutzen. Also das heißt, ich bin da, müsste da in einer Stunde da sein. Das heißt, heute geht's baden. Da sind anscheinend sogar öffentliche Toiletten und alles. Also, er hat meint, es wäre zwar nicht ganz legal, aber da würden öfters welche zelten. Und dann nutzen wir das doch aus. Weil wir haben ja keinen Stress. Ich bin ja nicht so ein Radfahrer, der sagt, ich muss morgen da und da sein. Ich fahre so, wie ich Lust habe. Google hat hier immer noch Probleme mit längeren Strecken. Also komischerweise, wenn ich das Handynetz freigebe, auf dem Laptop geht's. Per Handy geht's nicht. Und ich habe schon geguckt, ob es an der Rechenleistung vom Handy liegt, ob da irgendwie irgendein Programm da gerade reinfuscht oder so. Das ist es auch nicht. Also irgendwie haben die hier gerade im Handynetz direkte Datenübermittlung Probleme, keine Ahnung. Es gibt schon liebe Menschen. Also wie gesagt, der eine Nachbar, der hat mir Wasser gebracht und wo ich gesagt habe, ja, ob ich noch was bräuchte. Und ich meinte, ja, einen Laden zum Einkaufen, ich bräuchte noch Trockenmilch. Und dann hat er mir gleich von zu Hause Trockenmilch gebracht. Es war zwar ein angefangenes Päckle, aber es war fast voll. Ja, das ist super lieb. Und das Praktische, das war die gleiche Dose, die ich habe, also mit so zum Clip oben zum Ausgießen. Und meine war ja vom Feuer, also vom Spiritusbrenner hatte ich sie ein bisschen mal zu nah hingestellt, verschmort. Das war dann geschickt, dann habe ich meine gleich in das andere umgegossen. Das hat genau nein, passt. So viel hat gefehlt, wie in meiner noch drin war. Somit habe ich jetzt wieder eine volle. Da hat er mir noch Pfirsiche gegeben, ein paar
auch schon Glädle drin. Und dann wollte man noch Pulverkaffee, also so löslichen Kaffee geben. Dann habe ich gesagt, vielen Dank, aber ich habe einen normalen Kaffee. Die Leute sind hier einfach ganz anders drauf. Parkfest. So, wie mal das die Ladung, wenn es reicht, bis zum See. Ja, der Nachteil in der Siedlung sind wohl viele Junge noch. Und die sind dann nachts auf Party gegangen. Spät nachts dann wieder dementsprechend heimgekommen. Das heißt also, ruhig geschlafen war das nicht wirklich. Ja, jetzt gehe ich aber hier auf die Straße, weil das wird mir dann doch zu eng. So, das ist zu dem Thema, dass ich irgendwo an einer Straße stehen muss. Ja. Ich habe an der Straße auf dem Parkplatz in einer wunderschönen Siedlung geparkt. Und zwar bis auf die paar Autos abends war es super nett. Mit netten Leuten sich unterhalten. Alle Bewohner da ringsum sind gekommen, haben sich das Ding anguckt und fanden es super. Lang. Jetzt werden wir eine Treppe runter. Dann fahren wir doch schön fort zu dem Supermarkt. Schön einkaufen. Ein bisschen Wurst. Ach, das ist ein Tiermarkt, okay. Tiermarkt, das ist gar kein Supermarkt. Okay. Dann fahren wir weiter. Ich frage mich jetzt, ob es da durchgeht. Ist das eine Unterführung für Fahrräder oder ist das ein Parkour? Ne, das ist Fahrräder. Jetzt verstehe ich das. Ah. Das ist ein Fahrradtunnel. Links abbiegen, dann rechts abbiegen. Uiuiui. Enge Angelegenheit hier. Ach, halt doch mal die Schnauze, ich muss erstmal hier hochkommen. Nach 500 Metern links abbiegen auf Kriegelsteinstraat. So, das rechts abbiegen. Hä? Wo rechts hier jetzt?
Meine Nase nervt mich schon wieder zu Tode. Ah, jetzt bin ich zu blöd abgehoben. Na komm, ein Stück weg. Fahrradführung mit über sieben Ecken musst du gehen. Oder doch nicht? Wo können die andere Richtung machen? Egal. Ja, die Route neu berechnet. Komischerweise geht es jetzt wieder. Mal wieder neu berechnen, was der für eine Scheiße mit mir hier schon wieder treibt. Ja, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, ich bin richtig abgebogen. Jetzt hat er nämlich die ganzen Kurven, die ich vorhin drin hatte, mit hin und wieder zurückfahren, ist jetzt weg. Also manchmal spart man sich sogar Weg, wenn man eine falsche Strecke abbiegt. Cool. Jetzt noch auf dem Weg in den Supermarkt kommt. Also ich brauche es nicht unbedingt, aber so ein bisschen Wurst für heute Abend zum Schnippeln wäre ganz gut. Paprika und Karotten und Gurke und Tomate habe ich noch alles. Brot habe ich jetzt, achso, die waren übrigens einkaufen, haben sie für mich noch gleich mit eingekauft. Ich habe ihnen Geld mitgegeben. Da hat er mir sogar für jedes Ding einen Kassenzettel mitgebracht, weil sie in mehreren Supermärkten waren, um mir den Spiritus zu holen, extra für mich. Solche Leute, echt, nur super nett. Kann ich gar nicht auf genug bedanken bei sowas. So, nochmal ein Schlückchen trinken und dann düsen wir weiter. Also mittlerweile kann ich sagen, für jeden blöden Kommentar, dass der Wagen nicht tut, habe ich ungefähr ja, so 2000 Leute, die ihn super finden.
die Idee auch super finden. Schlafen, Kuchen und